Hallo und willkommen zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und nach Snake Rattle and Roll und Mega Man 2 schauen wir uns heute einmal ein weiteres NES-Spiel an. Und das ist Teenage Mutant Ninja Turtles 2, was damals eigentlich bei uns noch Teenage Mutant Hero Turtles 2 hieß. Aber ja, das irgendwann wurde es mal Ninja umbenannt. Nun ja, wir sehen jedenfalls ein Standard Beat-em-up-Game, was es auch damals auf dem NES im Zwei-Spieler-Modus gab. Und das wird auch diesmal der Fall sein. Das heißt, das Replay mache ich dann mit jemand anders zusammen im Zwei-Spieler-Modus. Was wir im Moment sehen, ist nur so ein Standard-Demo, das halt läuft, wenn man gar nicht spielt. Also das bin nicht ich, der da rumläuft. Turtles 2 habe ich damals zuerst in Dänemark gesehen, im Urlaub. Und das war... Die lief damals auf einem Spielautomaten, weil Turtles 2 ist eigentlich halt von Spielautomaten entwickelt worden und danach auf verschiedene Konsolen und PCs portiert worden. Und ja, damals, also im Urlaub in Dänemark, man könnte sich jetzt natürlich fragen, wie ich das auf dem Spielautomaten gesehen habe, weil in den Spielen kommt man ja als Kind eigentlich gar nicht rein. Allerdings ist das in Dänemark ein bisschen anders gehandhabt. Hier ist so eine Spielhalle so zu oder die Fenster dicht, dass man von außen da nicht reingucken kann. Das sieht man da in Skandinavien nicht ganz so eng. Ja, und damals war ja auch die Zeit, wo die Turtles-Spielzeuge sehr gehypt waren. Also nach, glaube Transformers war vorbei, He-Man gab es schon auch lange nicht mehr, aber Turtles gab es halt gerade. Ja, und das war 89 oder 90, wo ich dann halt dieses Spiel auf dem Automaten gesehen habe, was super aussah und weil es halt auch genau an die Comic-Vorlage angepasst war und die Spielzeuge. Wollte ich eigentlich haben. Hab dann gesehen, dass es dann fürs NES ja Turtles gab. Hab mir das dann angesehen und habe festgestellt, dass es was völlig anderes ist. Einfach weil das wurde Turtles 2 fürs NES gab es glaube ich erst ab 91 oder 92 bei uns. Und was ich gesehen hatte, war halt die Spielhallenversion. Die NES-Version gab es noch nicht und fürs NES gab es nur Turtles 1. Was zwar vom Thema her ähnlich ist, aber von der Grafik komplett anders aussieht und so im Nachhinein betrachtet auch nicht wirklich gut war. War dann also leicht enttäuscht, allerdings umso weniger enttäuscht, als ich dann gesehen habe, dass Turtles 2, The Arcade Game, was ja dann ja auch das Arcade Game wirklich war, fürs NES auch noch rausgekommen ist und ja, das musste ich dann damals haben. Ja, ich denke, wir warten jetzt hier nicht ab, bis das alles durchgelaufen ist, weil dann haben wir auch schon alle Level gesehen. Es gab, glaube ich, 7 insgesamt. Ich werde stattdessen ausnahmsweise mal dazu übergehen, doch noch ein Unboxing zu machen, also das Cartridge zu zeigen und die Verpackung und die Anleitung. Und die sahen dann so aus. So, hier sehen wir jetzt einmal die Verpackung, Turtles 2, The Arcade Game. Mit den 4 Turtles, wie sie auch in der Serie zu sehen waren. Auf der Rückseite relativ viel Text und 6 Screenshots. Ja, der Text ist jetzt vielleicht ein bisschen lang zum Vorlesen. Also schauen wir uns mal das Cartridge an. Ich glaube, bei meinem ist auch noch unten dieser Styropor-Block, der dafür gesorgt hat, dass das Cartridge an der richtigen Stelle bleibt. Das ist da auch noch drin. Das Cartridge selber zeigt noch einmal genau das gleiche Motiv wie auch die Verpackung. An der Seite ist auch beschriftet, dass man es im Regal wiederfindet. Meins ist jetzt noch in einem relativ guten Zustand, obwohl doch recht häufig benutzt. Ja, und ich denke, wir schauen uns jetzt mal die Anleitung noch dazu an. Die ist im Gegensatz zu den, oder zum vielen anderen, ist sie relativ dünn gehalten damals. Da ist also jetzt nicht... Es sind nicht so wahnsinnig viele Seiten drin. Dafür aber grafisch schön aufbereitet. Da haben wir natürlich auch nochmal das Bild von der Verpackung, was nochmal genutzt wurde. Tja, die Glücksjäger sind hier und wie man einen Partycrasher aussucht, man hat das leider damals versucht, sehr 90er Jahre cool zu schreiben. Vielleicht ist es auch einfach nur die Übersetzung. Hier werden einmal die 4 Turtles, Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello vorgestellt. Und natürlich die Tastenbelegung, was beim NES-Controller recht übersichtlich ist. Start, Select, A, B und der Steuerkreuz. Hier werden dann noch die Stages vorgestellt. Ja, es geht bis 7, allerdings sehen wir hier 9. Das heißt, manche sind Teil 1 und 2 unterteilt. Ja, und dann noch relativ schöne Artworks von den Feinden, die uns da begegnen.
Die, viele davon kennt man aus den Cartoons. Es sind allerdings auch ein paar neue dabei, die da nicht auftauchen. Aber natürlich hier ja, Rocksteady und Bebop, Shredder, Baxter Stockman und Krang. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ja, wir müssen natürlich das Konami-Spiel sorgfältig behandeln, dieses Hightech-Produkt. Das werden wir ja auch tun. Das heißt, ich denke, wir gehen da mal zum Replay über, packen das gerade noch wieder zurück und ja. Damit würde ich sagen, sehen wir uns dann in der ersten Let's Play-Folge mit zwei Spielern. Bis dahin!